So, liebe Leute, willkommen zurück. Ja, wenn alles klappt und die Folge nicht wieder so exorbitant lange ist, dann kommt das ja heute am gleichen Tag wie das 3D-Spiel. Und dann habt ihr es ja gerade gesehen, wie geil war denn das bitte, ja? 4:2 gewonnen gegen Hannover 96. Meine Phrasen, hammerhart, super geil. Freue ich mich drauf, freue ich mich drauf aufs nächste Spiel. Klar, auch auswärts, klatschen wir sie auch über den Haufen. Richtig schöne Sache. Und heute haben auch mal die Einwechslungen funktioniert. Das war so ein bisschen das, ja, man soll sagen, vielleicht war so ein bisschen das Handicap, ne, der Mannschaft in den letzten gerade zwei Spielen. Die waren so ein bisschen ausschlaggebend. Da waren die Auswechslungen, Einwechslungen nicht ganz so günstig gewählt. Aber gut, wie gesagt, es ist die ganze Mannschaft. Jeder hat da seine Berechtigung, jeder muss da mitziehen, ne, und sollte mitziehen und muss auch mitgezogen werden. Das ist auch sowas, ne. Geben und nehmen, ne, ganz klar. Also von daher mache ich da auch, ich drehe da auch niemanden einen Strick daraus, außer mir vielleicht, dass es da ein bisschen zu, ja, zu viel erwartet war, ne, von einem Tobi oder von einem Klamit, ne, oder von einem Kulka und wie sie alle heißen. Gut, aber ansonsten fand ich es alles toll, sehr, sehr schöne Sache. Natürlich fand ich das toll, wir haben 4:2 gewonnen, haben das Spiel nochmal gedreht, gehen erstmal, gehen in Rückstand, machen einen Ausgleich, gehen nochmal in Rückstand und nochmal den Ausgleich und dann gewinnen wir das Ding noch 4:2. Mit zwei Top-Einwechslungen mit Dawson und eben Brinkmann, ne, die das Ding hier dann für uns in die richtigen Wege geleitet haben. Also, wunderbar, mittlerweile wieder Platz 7, waren zwischenzeitlich auf Platz 8, 24 Punkte, also da, wir klopfen da auf alle Fälle am Oberhaus an. Mein lieber Schieber. Hannover bleibt auf dem 11., da haben wir aber auch schon jetzt, wie viele Punkte Vorsprung? 5 Punkte Vorsprung. Huiuiui, gut, ansonsten, Fußballer von der Straße sind wichtiger als studierte Trainer, alles klar. Irmgard aus Kiel, ja, ist das so? Alles klar, Aktogan wird, sind dabei, sehr schön, wieder zwei Mann reingekriegt hier. Aktogan schon 12 Buden gemacht, sehr geil, sehr geil. Teamleistung, beste Spieler, wir gucken mal, die geben sich echt die Klinke an, die beiden hier, ne, Aktogan und Kolb. Die haben zusammen schon 22 Buden gemacht, ey. Ist nicht schlecht, finde ich. Also, für unsere Verhältnisse darf man sich da echt nicht beschweren. Heben sich so ein bisschen auf, ne? Kolb wird so ein bisschen mitgezogen von Aktogan. Aktogan profitiert davon, dass Kolb noch nicht so der Megastar ist. Finde ich alles richtig geil. Also, kann sich absolut sehen lassen. Wenn man überlegt, ne, wie Aktogan in dem Spiel gestartet hat. Also, wurde ja auch schon geschrieben von dem einen oder anderen in den Kommentaren, dass der es nicht so leicht hatte. So, jetzt aber, wie gesagt, das war englische Woche. Auf dem Mittwochabend das Spiel. Klar, ist ja gut, schreibt mal nicht so rum. Es sind doch nur wir, die da kommen. Ja, Hamburg nach wie vor immer noch einer der Top-Mannschaften hier. Ganz entgegengesetzt, wie es im Real Life läuft. Ne? Da hätte man auch nicht gedacht, dass die mal zu den absoluten Abstiegskandidaten gehören. Dauerhaft. Ja, wer weiß das schon, ne? Gut, sage ich mal, den Status verspielt. So schnell kann es gehen, ne? So viel Tradition kann man gar nicht haben, wie man da verspielt bei Hamburg. Unglaublich, ja, man lacht drüber, einiges ist traurig, einiges ist zum Weinen, aber es ist auch ehrlich, ne, so viel muss man sagen. Also gut, jetzt geht's weiter, gegen die Hamburger in FM13 gehen sie ja noch steil, das hatte noch was zu heißen und da versuchen wir mal ein bisschen anzustinken, schauen wir doch mal. Und zwar, erstmal rein hier in die Nachrichten, Robbie Rotten ist verletzt, alles klar, Statusbericht Verletzungen ist dann auch klar für Schal nochmal 10 Tage. Wir gewinnen mal wieder gegen Hansa Rostock 2. Ich habe mir auch überlegt, Leute, ich würde ganz gerne da nochmal so einen Umschwung machen im Winter, was die zweite Mannschaft angeht. Ich würde es ungern jetzt herschenken, unsere Rolle da in der Schleswig-Holstein-Liga. Klar, wir kämpfen zwar nicht mehr um den Aufstieg, oder zumindest ist der ziemlich weit weggerückt, die Chance des Aufstiegs, aber ich würde ganz gerne von den 15 Wirt-Millionen, von denen würde ich ganz gerne auch nochmal ein bisschen was einkaufen für die zweite Mannschaft. Ne? Da nochmal vielleicht versuchen, das nach oben zu heben, ne? die Qualität, was da am Start ist. Da nochmal vielleicht punktuell nochmal verpflichten. Junge Spieler, ihr wisst, U23, ne? Das heißt unter 23 sollten sie sein. Idealerweise sogar noch U21, ne? Damit wir noch ein bisschen was von denen haben, damit die Verträge auch ein bisschen länger laufen können. Etc. pp.
Schauen wir uns an. Im Winter machen wir das dann. Können wir jetzt in den nächsten Tagen mal wirklich anfangen, ein bisschen zu taktieren. Schau mal gerade, Winterpause steht auch bald an. Sind nur noch 3 Spiele mit dem heutigen gegen Hamburg. Das läuft. Bevor ich es dann auch vergesse, ganz wichtig, das Trainingslager ansetzen. Über Weihnachten macht keinen Sinn. Wir fangen hier am 26. an. Erster Weihnachtstag. Ja, ist sowieso ein bisschen immer komisch gemacht hier mit den Weihnachten und so. Da weiß ich halt nicht, ist das schlimm, wenn man da an Weihnachten geht oder erzählt man sich das selber bloß, dass das nicht so toll ist, ne? Ungerne gehe ich über Weihnachten ins Trainingslager. Wir machen es jetzt trotzdem. Wo fahren wir denn hin diesmal? Nach Belek. In die Türkei. Oder hier Granada. Wir waren auch schon Granada, ne? Also im Winter sollte man ein Sommertrainingslager machen, oder? Also ab nach Granada. Da wird doch nicht ganz so harscher Winter sein. Ich denke mal, da wird zwar auch frisch sein, aber angenehm frisch, ne? So ein richtiges Fußballerwetter vielleicht. Leider schaffen wir kein zweites. Da wäre es vielleicht nochmal angedacht, ein Freundschaftsspiel zu machen gegen unsere A-Jugend. Ja. Ja, machen wir aber auf dem Trainingsgelände. Ansonsten gucken wir mal PR-Presse, Autogrammstunde, Mannschaft, Kurztrainingslager, Hallenturnier, Probetrainingstag. Den haben wir rausgeschmissen, den Probetrainingstag. Die Spielaussprache machen wir nach dem Freitag gegen die A-Jugend. Wo sehen sich die Jungs? Wie fühlen sie sich? Wie geht's weiter? Und dann machen wir hier ein neuer Spiel. Gegen, ist da nichts da im Winter? Sonntag vielleicht? Ne, wird nichts angeboten hier für uns. Gucken wir mal, im Dezember fahren wir ja schon los. Vielleicht kriegen wir hier Weihnachtsspiel. Ne, gut, dann nicht. Ergebnisse, Spielplan. Golatti-Freundschaftsspiel zwischendrin gehabt. Guck jetzt gerade mal durch. Pokal, ja, das war natürlich schade, ne? Aber ansonsten kann ich es echt sehen lassen. Auch Hamburg ist jetzt gut möglich. 1:1 haben wir gegen Dortmund gespielt. Das ist auch richtig stark eigentlich, ne? Gegen Leverkusen, wie haben wir da gespielt? Damals haben wir verloren 2:0, in Ordnung. Wolfsburg haben wir auch verloren, das ist auch in Ordnung eigentlich. Ansonsten haben wir jetzt hier einen richtigen Lauf gehabt, ne? Bis zum Bayern. Bis zu den München haben wir da viel. Wolfsburg haben wir noch verloren, okay. Aber ansonsten hier liegt das alles auch recht gut für uns, außer Aue zwischendrin. Eigentlich eine bis jetzt super Saison. Also klar, also wir stehen auf Platz 7, also besser geht's wohl nimmer. Schon richtig stark. Keine Frage. Gut, Ergebnisse, hier sehen wir auch noch die anderen Mannschaften, was die so vorhaben. Ne? Die A-Jugend ebenfalls, hier die zweite Mannschaft, was da so ansteht. Da werden wir nochmal ansetzen, da werden wir im Winter nochmal Gas geben. Da räumen wir nochmal auf. Wie gesagt, da sind echt ein paar Positionen, die sind nochmal ein bisschen besser zu bestücken. Ich denke mal, ohne jetzt natürlich. Ja, aber wenn man auch mal ehrlich ist, die Mannschaft ist halt groß, ne? Sie ist halt ziemlich groß. Also, es ist halt ein großer Kader. Leider ist die Qualität jetzt halt nicht so flächendeckend da. Im defensiven Mittelfeld, da werden wir was holen. Da werden wir was holen. Da ist der Bauer, der kann da nicht anstinken, der ist auch zu jung. Im defensiven Mittelfeld, da fehlt was, ne? Und dann, ja, Sturm finde ich in Ordnung. Dann nochmal einen Innenverteidiger, einen starken. Der Becker dann raus. Dann holen wir noch einen starken Innenverteidiger. Fiegel und Wahl raus. Also, Fiegel und also Wahl raus, Becker raus. Lass ich jetzt mal mitlaufen noch, die letzten Tage. Dass noch ein bisschen die Ergebnisse vielleicht reinkommen. Und dann, wie gesagt, was Starkes für die Defensive, wenn wir noch einkaufen. Vielleicht geben wir da sogar 1 Million aus für ein Talent. Mal schauen. Lass mal ein bisschen den Rubel rollen. Ja, wir haben es ja jetzt. Das ist das Schöne. Ne? Wir haben ein bisschen Puffer. Da kann man ja wieder ein bisschen investieren, auch für die Zukunft. Ne? Wo man sich darauf freuen kann, dass da vielleicht eine tolle Entwicklung zu sehen ist. Ne? Ansonsten, ja, Michalski ist auch dran. Ne? Wird auch weiterspielen, ganz klar. Ziberius mit 19, 3 Sterne, 55. Sag mal, da ist die 60 auch in Reichweite. Ne? Ist auch gut möglich bei ihm. Ansonsten fehlt uns halt noch ein guter Stürmer in der zweiten, weil Klamit auch noch oben gegangen ist. Und ich würde ihn ganz gerne auch oben lassen. Kommt drauf an, Klamit kann eigentlich in die zweite gehen. Kommt der jetzt der Neue, ne? Da kommt ja noch ein Neuer im Sommer. Wo waren das mit den Transfers und Verträge? Kaderplanung, glaube ich, ne? Zukünftige Transfers.
Bei Verträge war das, genau. Da haben wir es, genau. Da wird geht und Josipovic kommt. Genau. Dann können wir Klamit in die zweite stecken. Kommt er auch ganz gut mit zurecht, denke ich. Denn vier Stürmer brauchen wir jetzt in der ersten auch nicht, ne? Wir haben ja doch, wir haben noch Kolb, der noch hochzieht. Aber gut, Junge wäre auch nicht so schlecht, aber gut, drei Stürmer ist dann auch, also vier wäre zu viel. Oder? Vier Stürmer wäre einfach zu viel. Und Einsatzzeiten würde Klamit jetzt auch nicht bekommen in der ersten. Jetzt direkt, ne? Wenn wir dann 71er Stürmer holen. Das wäre vielleicht dann doch zu viel. Also machen wir das mal. Machen wir erst im Winter. Machen wir im Winter, da wird neu aufgeräumt. Jetzt lassen wir noch mitlaufen. Vielleicht brauchen wir ihn ja noch, ne? Spielergespräche. Du trainierst sensationell. Da, neues Bild, genau, neues Bild. Ah, apropos, ja, genau, habe ich ja gesagt. Hat mir nicht ganz so gepasst vorher, das Bildchen. Hat nicht ganz gepasst. Von der Optik her, weil er so blonde Haare hat. Habe ich ja das genommen. Passt ganz gut, ne? Däne. Das sieht auch in Ordnung aus. Gucken wir mal, wie er da reinkommt, der Klamit. Ja, wie gesagt, dann nochmal so ein bisschen in der Rückrunde U23 dallern. Da kann er dann richtig Gas geben. Und dann werden wir. Dann werden wir mal schauen, was ansteht. So, Nachricht noch kurz checken. Da waren wir nicht ganz fertig. Mannschaft der Woche. Würde ich dann auch ganz gerne nochmal loben. Nö. Aktogan? Auch nicht, geht auch nicht, schade. Neuer Mitarbeiter ist da. Robert Faust. Gab es auch in der Diskussion, ne? Die verdient so viel. Finde ich eigentlich nicht. Angesichts dessen, dass es nicht viel Geld ist, wenn man natürlich Steuern etc. abzieht. Deswegen finde ich, und man muss ja überlegen, zu der Thematik würde ich ganz gerne nochmal was sagen. Und zwar heißt ja 98, das sind die stärksten Trainer der Welt, also die es gibt von der Stärke her. Also der FM bietet ja nicht an jetzt hier, dass er sagt, wenn man sich überlegt, das ist ein Co-Trainer mit einer Stärke von 98, der verdient 257.000 Euro, ist ja läppisch. Weil rein theoretisch so Co-Trainer-mäßig, ne, das gleiche Level, was jetzt FC Bayern München und Hamburger SV hat oder was ich wäre, ne, oder Barcelona oder Real Madrid, das gleiche Level. Und dafür verdienen die zu wenig, meiner Meinung nach. Die müssten das hier teurer machen. Dass die Top-Kräfte, meines Erachtens, müssten die teurer sein, ne, diese über 90 Stärke. Da müsste man dann, keine Ahnung, 1,5 Millionen bezahlen. Ne? Wenn man das nicht hat, dann kann man sich so einen starken Trainer nicht leisten. Da müssten sie aber auch Auswirkungen haben, ne? Stärkere Auswirkungen auf die jeweiligen Positionen, ne? Auf die Effekte, die sie dann hergeben. Gut, aber das ist auch Wumpe, ne? Ist egal. Machen wir uns nicht verrückt. Wie kriegen wir denn wieder die Standardansicht? War das nicht so? Nee, anscheinend nicht, aber egal. Fanbeauftragte gibt es noch, Geschäftsführer gibt es noch. So, jetzt kann ich Aufgaben übertragen hier an den Management, an Robert Faust. Der macht die Sachen jetzt hier. Manage Fanshops und Manage Fanartikel. Hoffentlich baut er jetzt keine neuen. Wir haben ja keine, nee, der darf keine neuen bauen, oder? Kann mir nicht vorstellen. Wir mal sehen. So, Scoutbericht, Scouting abgeschlossen. Zapf hat seine Beobachtung. Ja, da muss ich unbedingt nochmal neue Scouts anlegen. Ich finde es aber nicht schlecht, die machen eigentlich schon einen guten Job hier, die Jungs. Also Dänemark und Norwegen haben wir abgegrast, da gehen wir jetzt mal Aufgabe verändern. Da gehen wir jetzt hier mal nach Finnland. Der geht nach Finnland und der Norweger geht zurück, der geht nach, muss ich überlegen, was ist denn als nächstes? Holland dann, ne? Macht Sinn. Nee, nicht unter H, sondern unter N, wie Niederlande. So. Aber den Ding lasse ich frei. Unseren besten Scout, den Hofmann, den brauche ich immer für einzelne Aufgaben. Habe ich ganz gerne. Da haben wir noch Jugendscouts hier. Da könnte man auch noch ein bisschen Scouts anlegen. Vielleicht kriege ich ja noch einen rein hier bei uns. Moment, können wir hier noch einen verpflichten? Können wir noch einen Stärken hier verpflichten, so ein Kaliber? Vom Alter her jemand Junges, talentiert. Hier, der 37, Markus Miller. So, okay, müssen erst Bürogebäude ausbauen, bevor wir das machen können. In Ordnung. Dann wissen wir das auch. Ansonsten gehen wir noch rein. Scoutbericht ist klar. Jugendspieler Robert Brecht erreicht Trainingsziel. Vincent Boré akzeptiert. Ja, ganz, ganz stark, ganz wichtig. Nächstes Jahr sind die im Kader. Das heißt, die werden dieses Jahr noch ein bisschen durchpeitschen hier. Boré und Heinicke gehen dann auch in die U23. Das ist klar. Und ja, dann würde ich sagen, weil die Folge jetzt doch wieder länger ist als gedacht, gucke ich mal ganz kurz.
Dann ist es heute eben die Freitagfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Macht ja nichts, ist ja nicht so schlimm. Hab eigentlich gedacht, die ist nicht so lang und ich peitsche schnell durch, aber da will ich schon mal schauen, ob wir was rankriegen hier. Für die zweite, ne? Für den Sommer, für den Winter natürlich. Wie gesagt, U23, dann maximal 22 Jahre, 21 Jahre, ich will da ein bisschen was haben von denen. Gucken wir mal, ja, da ist eine Menge da ist eine Menge möglich. Wow, ist der günstig, der Philipp Seibidor. Dortmund zweite, 430 Tacken. Ist ja ein Witz, oder? Ist ja ein Witz. Pott von Mainz. Ah ja, schon 2,3 Millionen wert, ne? Arthur von Wolfsburg, 6,2 Millionen. Kostadinovic von Dortmund zweite. Ja, ob sie den hier abgeben? 17. Härte, introvertiert. Also nicht schlimm, introvertiert kann er ja sein. Tja, kriegen wir wieder, oder? Unglaublich, Leute, unglaublich. 600.000. Zweites Fenster. So. So schnell kann es gehen. Und dann muss ich mal gucken hier. Chelsea bietet einen Deutschen an. Mike Kine bei Chelsea. Und Danny Risse. Moment. Defensives Mittelfeld. Wollen wir haben für die zweite Mannschaft? Hammerhart, oder? Die sind schon gut unterwegs. Wir spielen aber schon erste. Scherder, wer was? Auch wieder bei Dortmund, zweite. 19. Vielleicht doch mal hier unten nach Talent gucken. Pott, 2,3. Hier. Luca Gallini. Mainz. Ja, 2,3 Millionen finde ich ein bisschen zu viel. Für die zweite Mannschaft. Also das muss jetzt auch nicht sein. Übertreiben brauchen wir es jetzt auch nicht, ne? Aber hier unten von Paris Saint-Germain, der Franzose. Julien Legras. Das sieht doch auch gut aus. Vergleiche ich mal gleich mit dem anderen da, mit dem Luca, dem Italiener. Also der hat Härte, schwierig und Publikumsliebling. Das ist ein richtiger Rabauke, hä? Gilom Legras. So, und was ist hier mit ihm? Was ist mit Gallini? Nachtragend. Ballgewinner Mittelfeld, defensives Mittelfeld, 20 erst. Ist nochmal ein Jahr jünger. Ich nehme mal einen Schluck Saft. Mhm. Hat auch nächstes Jahr im Oktober erst Geburtstag. Gianluca Gialini. Ansonsten wären noch ein paar andere hier. Schaut mal von der Stärke gar nicht so schlecht hier. Queen's Park Rangers, der Bölstler. Aber schon 1,8 Millionen finde ich auch schon deftig, ne? André Bölstler. Hätten wir zum Tausch eigentlich angeben können, oder? Der Tausch. Also wir kriegen Bölstler und von mir aus 10 Millionen für Wirth. Shit. Aber ist wie gesagt zentrales Mittelfeld. Wollte ich nicht. Ich will Sechser haben. Ich will einen stabilen, starken Sechser haben. Da werde ich mal so ein bisschen hier vielleicht Fähigkeiten mal hinzugeben. Vielleicht nur beste Position, da geht schon mal los. Und dann Marktwert Maximum 2,5 Millionen Maximum, oder? 1 Million. Da wird das schon gleich ein bisschen dünner hier. So, der Scherder bei Dortmund zweite, ganz günstig, 3 Sterne aber bloß. Aber 19 und schon eine 70, als geschätzt 70. Geschätzt 70 bei einer 7. 1,80, bisschen klein, ist mir zu klein. 1,81. Ich will Präsenz haben im Zentrum da hinten. Hier, das ist die richtige, da geht es die richtige Richtung. Thomas Heidmann, 180.000, 18 Jahre alt, vor allem Spielmacher sogar. Dann ehrgeizig und extrovertiert. Ist nie schlecht. ...1,86, sehr, 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 sehr schöne Statur. Also der steht schon mal im Fokus. Finde ich auch günstig, Ballkontrolle 64, ob der jetzt wirklich eine 63 hat, weiß ich nicht, aber sieht gut aus.
62 Soleimani aus Jordanien. 1,70, viel zu klein. 83 Marvin Dick, ja, wenn er noch ein bisschen wächst, aber mit 19 ist da auch schon der Zug abgefahren. 71 zu klein, 1,87. Ja, Gilles Legras ist schon ein Rabauke. Haben wir einen neuen Freund, Alter. Was ist das? Der Sohn vom Romain Brecherie. Alter! Gilles allein schon deswegen müsste man ihn holen. Nein, aber hier ist skandalträchtig und so, das wäre ja ein bisschen heftig. Ich finde aber die 3,5 Sterne gar nicht so verkehrt. Das ist schon aussagekräftig. Aussage. Stark. Wo sind seine Stärken? Taktisches Verständnis 85 ist so lala, das ist das Stärkste bei ihm. Robustheit ist toll, Ausdauer ist toll. Ich finde Grätsche, Zweikampf, wenn das stimmen sollte, auch nicht schlecht. 21. Gilles Legras. Alter, 5 Tore hat der gemacht. Was in Nationalelf? 5 Tore schon. Momentan ist er nicht im Team, aber wenn er wieder Einsatzzeiten kriegt. Also. Finde ich gut, Heidmann. Aber wie gesagt, 3 Sterne. Gilles Legras. Es ist gar nicht so verkehrt, wenn der ein bisschen hier skandalträchtig, schwierig, Härte, das ist schon geil. Also, ich finde den schon geil. Vergleich. Na? Ich drück mal hier Safety auf F9, weil er gerade so lange geladen hat. Nicht, dass uns das abschmiert, das eskaliert. Mit Blickfeld. Wo ist er? Heidmann. So. Was ist jetzt hier Tatsache? Was ist jetzt amtlich? So, er ist auf jeden Fall schon mal älter. Der Gilles Legras. Er ist 1 Zentimeter größer. Warum sieht man das Alter jetzt hier nicht? Schweine. Also. Legras ist in 18 Fähigkeiten besser, Heidmann ist in 13 Fähigkeiten besser. Blau ist Heidmann, rot ist Legras. Legras ist in den Fähigkeiten besser, die wirklich entscheidend sind. Hier sowas, ne? Zweikampf, Grätsche, Sprungkraft, okay, ja, weiß ich jetzt nicht. Dann Saison. Verwandte, Französisch, 0 Spiele. 21, er ist halt auch mal 3 Jahre älter, ne? Also es ist schon, da stellt sich eigentlich schon die Frage gar nicht, ne? Wenn er 3 Jahre älter ist und 3 Stärkepunkte schwächer, ist das eigentlich schon entschieden. Was ich halt nett finde, und das darf man jetzt überhaupt nicht unterschätzen, ist die Führungsqualität von Legras, ne? 4 Punkte Führungsqualität mehr, 3 Punkte mehr wie Heidmann. Das ist ja das, was du eigentlich brauchst, ne? Du brauchst ja Leute, die ein bisschen steil gehen in die Richtung. Ablösefrei. Bloß darf man halt irgendwie unterschätzen, was die wert sind, ne? Legras, 780.000. Und Heidmann. Also wenn ich jetzt rein wirtschaftlich denken würde, würde ich auf Heidmann tendieren. Bin ich ganz ehrlich. Wenn ich aber so vom Prestigefaktor etc. pp. Und mir so ein bisschen ein Gefühl habe ich das, dass da was gehen könnte. Ich weiß halt nicht, ob die ihn abgeben für 500.000 Paris. Gallini ist, weiß ich nicht, also zu klein. Da würde man fast sagen, warum nicht beide? Dann wird man ja sehen, was passiert. Bloß ist halt der Heidmann noch 3 Jahre jünger, ne? Da hast du länger was von. Und der ist schon 3 Stärkepunkte besser. Aber gut, die Führungsqualität 4 von 10. Ich weiß nicht, der ist 21. Kann der andere das mitnehmen? Woher kriegst du mal welche mit solchen Führungsqualitäten? Guck mal hier durch. Es ist aber sowas von selten. Gar nicht. Nur einer mit 4. Nur einer. Der Gilles Legras.
Gut, ist jetzt auch alles hier unter Wert, ne? Muss man sich auch mal vergessen. Also darf man nicht unterschätzen. Also der ist halt eine 60. Ich guck mal gerade wegen aktueller, der hat eine Grundstärke wahrscheinlich schon höher, oder? Sieht man nicht. Ich nehme mal an, der ist in der Grundstärke wesentlich besser, weil er ist ja in der Moral weg. Er ist in der Form weg. Er ist im Selbstvertrauen weg. Also, der hat bestimmt schon der 65 laufen. Und diesen halben Talentstärkepunkt. Holen wir uns einen schwierigen Kandidaten oder holen wir uns einen soliden, wo man aber nicht weiß, schafft er den nächsten Sprung, ne? Ich weiß es halt nicht. Und 18, wir haben ja noch Kandidaten, die hier Entwicklung haben. Hier zum Beispiel Drexler und Bauer. Zumindest Drexler hat noch Chance auf Entwicklung, ne? Bauer, boah, wenn er jetzt schon ein Jahr älter ist, wieder 2 Jahre älter und nur eine 45, das ist, glaube ich, dann auch abgefahren hier. Ich weiß es nicht. Also Heidmann, ich könnte beide holen, das wäre ja auch nicht so verkehrt. Dann wird man ja sehen, was passiert. Dann hat man vier Sechser, vier defensive Mittelfeldspieler, dann wird man ja sehen, wer sich durchsetzt, ne? Wer Gas gibt. Why not? Why not? Ich meine, wir haben so viel verkauft, lass uns doch ein bisschen da in der Jugendarbeit ein bisschen spielen. Ich finde beide ganz interessant. Beide, der eine ist natürlich jetzt unter Wert. Wo habe ich jetzt geguckt? Hier Spieler suchen. Ja, dann gehe ich ins Blickfeld. Da habe ich sie ja schon drin. Torwart, Abwehr, Sturm. So. Ich mache den Halbmann-Angebot. Verein bleiben. Der Verein will ihn auf jeden Fall halten. Wenn der bleiben will. Wenn er nicht weg will. So, 250. Und Jeune Omlegras. Ja, an die finanzielle Schmerzgrenze soll ich hier gehen, ja. Will den Spieler abgeben. Der Verein will den Spieler abgeben. Ja, er sagt aber, ich muss an die finanzielle Schmerzgrenze gehen. Der Verein will den Spieler abgeben. Wie sieht es denn aus, wenn ich da 500 sage? Ist jetzt schwierig, ne? Zahlen wir zu viel, zahlen wir zu wenig. Ich geh mal ein bisschen weg vom Marktwert. So, weil er sagt, ich soll an die Schmerzgrenze gehen. Normalerweise, wenn er jetzt nicht das sagen würde, könnte man ihn ein bisschen günstiger kaufen und ein bisschen verhandeln. Aber so finde ich es jetzt ein bisschen schwierig. Okay, ich habe das schon angenommen. Ja, geht doch günstiger. Was ist denn jetzt hier mit meinem Handy los, Alter? Jetzt habe ich das Handy, jetzt hat sich diese Kacke da angemacht, dieses Alarmsignal oder hier. Was ist los? Scheiß Handy! Was erzählst du? Nein, wenn man da auf dem Handy drückt, diesen komischen, wie heißt das, der Scheiß, diese Voice Activation Kacke da, wo kein Schwein braucht. Mann! So, in Ordnung. Also, war doch jetzt günstiger. Also, wenn er da sagt, an die finanzielle Schmerzgrenze gehen, heißt es, das Vertragsangebot soll natürlich dann beachtet werden. Günstiger Einkauf, zusammen sind es genau 1 Million Euro für zwei Spieler, junge Akteure. Bin gespannt, wer sich von beiden da durchsetzen wird. Wenn wir sie beide kriegen, muss man die Verträge erstmal angucken. Also die Forderungen, gerade von Legas. Mal gucken, was der sagt. Ich gehe mal in die zweite Mannschaft. Gucken wir mal die Geschichte an hier. Was die hier an Gehälter bekommen. 300.000 ist Maximum in der zweiten. Der Rest ist sehr günstig bezahlt. Da sind so viele unverkäuflich, ne? So. So wie es sich gehört. Unverkäuflich ist Montebello. Geht nicht. Kann ich nie einstellen. Der muss ich hier nach oben schrauben. So. Ansonsten Kozzolis, Fiegel auch schon sehr stark, ne? 3,5 Sterne, der Fiegel. Gut. In Ordnung, Leute. So viel zur Freitagsfolge. Wir sehen uns auf dem Samstag mit dem Spiel gegen den Hamburger SV. Angebot für Philipp Saibidor abgegeben. Jo, da klar, also da können wir mitgehen, ne? Also wieder mal 4,5 Sterne, also halt mich fest.
keine Ahnung, was die für Probleme haben da mit ihren jungen Talenten. Mal gucken, was er sagt. Mal gespannt, ne? Von Paris Saint-Germain. Mal gespannt. Passt doch ganz gut da in die zweite Mannschaft. Bin ich schon ganz geil drauf da. Das wird schon was. So, aber hier sollten wir jetzt ein bisschen anders spielen. Auswärts. Wieder Konter, ne? Ist klar. Pressing lassen wir aber so oben. Ist immer nur der Wechsel zwischen Abseitsfalle und Konter. Denk mal schon, dass wir ein bisschen Druck aufbauen können gegen Hamburg. Gerade mit unseren fitten Jungs hier. 78, rennt der Wirt gerade. Halt mich fest. Smolly, was war los? Also, ja, genau, Smolly. Das war nicht ganz so spitze. Deli auch nicht, aber Gespräche kann ich leider keine führen. Leidig hat sich gut reingekämpft, ne? Darf man auch mal loben, normalerweise, wenn ich jetzt könnte. Fand ich nicht schlecht. Guten Kampf abgeliefert da. So, Leute, also wie gesagt, Samstag. Hamburg-Spiel, sehen wir uns. Pünktlich zum Bundesligaspieltag auch, ne? Also, macht gut, ihr Verrückten da draußen. Gilom le Gras. Ist ein guter Franzose. Ja, muss man ein bisschen Französisch rein hier, ne? Ist ja klar. Nee, Quatsch. Da können wir ein bisschen rumspielen in der U23. Finde ich ganz nett. Da kann man es ein bisschen eskalieren lassen. Mal gucken, was da so passiert. Ist ja alles noch im Rahmen. Sehr schön. Robby Rotten leider verletzt. Oh, wie lange denn eigentlich? 4 Wochen. Rotten! Der war gerade so richtig schön am Start hier, ne? Shit, ey. Wird Robby Rotten eigentlich häufig angesprochen auf rotten.com? Gab es früher mal eine Seite, oder die Seite gibt es heute noch, aber es war also damals, wo die rauskamen, so in den 90ern war das die, wow, rotten.com, krass, Alter, Unfallbilder und geköpfte Menschen, was da los ist. Ja, das war ganz krass. Aber ist auch schon alter Schinken. Gut, heutzutage wird ja überall einer geköpft. Der Hammer. Da siehst du es überall, siehst du gar in Spätnachrichten schon. Gut, Leute, macht gut, wir sehen uns. Nächste Folge geht's weiter. Ciao, ciao.